Hi. Ich melde mich aus meinem verregneten Städtchen. War gerade ein bisschen barfuß beim Bäcker. Und ich muss euch von einem ganz süßen Erlebnis eben im Kindergarten erzählen. Also da ich ja jetzt schon so 5 Monate barfuß laufe, bin ich da eigentlich schon bekannt fürs Barfußlaufen. Und eben kam mir dann ein Mädchen entgegen, so von ungefähr 4 bis 5 Jahren. Und dann kam sie mir rufend entgegen: Du bist eine Barfußläuferin! Und ihre beiden Freundinnen, die dabei waren, die dann auch alle 3 im Kanon, im Chor dann: Du bist eine Barfußläuferin! Da habe ich gemeint: Hey, das weißt du aber sehr gut. Fand ich total süß. Und dann meinte sie einfach noch: Du machst das, weil das gesund ist. Habe ich gemeint: Ja, auch. Das ist aber echt schon gut. Und dann kam mir ihr Vater entgegen. Dann habe ich ihm das erzählt, dass er mir so freudestrahlend entgegenkam. Und dann meinte er: Oh, aber wir mobben nicht. Dann habe ich gesagt: Nein, der hat das voll freundlich gesagt und ganz gescheit. Danke, dass du deinem Kind die Info gegeben hast. Und dann meinte er: Ja, die hat halt gefragt, warum du das machst. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und dann nicht so: Finde ich echt super. Danke für die Info-Weitergabe. Ja, also ich finde es toll, wenn Eltern das so erklären. Ich bin einfach begeistert, ich finde es schön. Und das hat mich mal wieder etwas bestätigt, dass nicht alle immer nur bis zu ihrer eigenen Nasenspitze sehen. Und auch wenn die Eltern oder die Kinder selbst nicht barfuß laufen, dass sie eigentlich wissen, dass es gesund ist. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Barfußwetter und noch einen schönen Tag.